Das Thema Mannheim konnte ich ja in der letzten Sendung nur am Rande streifen, weil das ja erst einen Tag vorher passiert war. Inzwischen wissen wir sehr viel mehr über die Umstände, über den Täter und so weiter. Und es ist schon sehr bemerkenswert, wie manche Medien mit diesem Thema umgehen. Nach der Messerattacke in Mannheim vor 2 Tagen ist der schwer verletzte Polizist verstorben. Das haben die Behörden soeben bestätigt. Am Freitag hatte ein Angreifer auf dem Mannheimer Marktplatz einen Islamkritiker attackiert. Bei dem Angriff waren mehrere Menschen verletzt worden, darunter auch der 29-jährige Polizist. Und das war es dann auch schon in der ZDF-Sendung heute mit dem Themenblock Mannheim am vergangenen Sonntag. Wäre der Polizist Ruven L. nicht gestorben, hätte es vermutlich überhaupt keine Meldung zum Thema gegeben. Und das ist wieder einmal bezeichnend. Denn 2 Tage nach dem Amoklauf des 25-jährigen Afghanen war dieses Thema immer noch in aller Munde. Andere Medien berichteten nach wie vor groß. Denn erst jetzt wurden weitere Details etwa zum Täter bekannt. Zumindest ein kleiner Filmbeitrag wäre angemessen gewesen. Dass das Hochwasser in Süddeutschland natürlich Priorität hat, keine Frage. Und es ist doch angemessen, zum 5. Jahrestag der Ermordung von Walter Lübcke von der Gedenkfeier zu berichten. Aber muss es zum Beispiel einen 3-Minüter geben vom Wirtschaftsforum Ostdeutschland, einer Veranstaltung, die eher was für Branchenvertreter ist als für die Allgemeinheit? In der Tagesschau dann übrigens 1 Stunde später ein ähnliches Bild. Auch dort wurde der Tod des Polizisten nur kurz gemeldet, nachdem es der Tagesschau erstmal wichtiger war, auf den eigenen Podcast hinzuweisen. Der Polizist, der am Freitag bei dem Messerangriff in Mannheim schwer verletzt wurde, ist gestorben. Das teilten die Behörden mit. Bei der Attacke während einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa wurden 6 Menschen verletzt. Der mutmaßliche Täter ist nach Behördenangaben ein in Afghanistan geborener 25-Jähriger, der seit 2014 in Deutschland lebt. Gestern wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Nun könnte man sagen, na ja, so eine Nachrichtensendung geht nur 15 bis 20 Minuten und an dem Tag war einfach viel los. Aber auch die öffentlich-rechtlichen Politikmagazine erwähnten Mannheim mit keinem Wort. Sie alle sind etwa auf Instagram vertreten, aber keines von ihnen äußerte sich zu Mannheim. Stattdessen werden andere Themen beackert. Das einzige ist beim Monitor ein Statement von Redaktionsleiter Georg Restle, in dem er eindringlich darum bittet, doch jetzt keinen Generalverdacht gegen Geflüchtete zu hegen. Komisch, als es kurz zuvor um das Thema Sylt ging, sah er blanken Rassismus mitten in der Gesellschaft, obwohl lediglich ein paar Besoffene auf einer Party dummes Zeug gegrölt haben. Überhaupt wirkt es im Nachhinein noch absurder, wie groß das Thema Sylt tagelang gefahren wurde und wie vergleichsweise klein der Amoklauf von Mannheim nun behandelt wird. Beziehungsweise wie klein die Bluttat von manchen gemacht wird. Eine Stern-Kolumnistin etwa relativiert das Ganze mit dem Hinweis, Bauarbeiter würden doch gefährlicher leben. Und wie sich eine grüne Abgeordnete in Berlin benahm, ist auch bemerkenswert. Als die Innensenatorin das Thema Mannheim in ihrer Rede zur Sprache brachte, passierte Folgendes. Der schreckliche Tod von Mannheim zeigt uns natürlich, dass wir bei der Migration, ich würde darüber nicht lachen, weil da oben sitzen Kolleginnen und Kollegen. Und das hoffe ich, dass nicht nur Sie als Abgeordnete der Grünen-Fraktion, sondern dass die anderen Abgeordneten der Grünen-Fraktion mir da zustimmen, dass die Sicherheit auch der Sicherheitskräfte an erster Stelle steht, wenn solche Messerangriffe sind. Die Fraktion der Grünen und auch die Abgeordnete selbst entschuldigten sich später für diese Taktlosigkeit. Aber dennoch ist sie ja symbolisch für den politischen Zeitgeist, der im Moment herrscht. Und der prägt sowohl Medien als auch Gesellschaft. Dieses Posting von einer angeblichen Antifa Emskirchen dürfte wohl vermutlich eher als bösartige Satire betrachtet werden. Aber bei anderen muss man wohl eher von Realsatire sprechen. Die Influencerin und RTL-Moderatorin Lola Weipert zum Beispiel jammerte nach dem Sylt-Eklat noch folgendermaßen herum. Ich habe gerade das schlimmste Video aller Zeiten gesehen. Vorweg,
Nazis sind echt der Beweis, dass Gehirnversagen nicht immer zum Tod führt. Das sind so Momente, wo ich mich so schäme, so eine deutsche Kartoffel zu sein. Mit unserer Vergangenheit, ey, wir haben so viel Scheiße gebaut und ich finde das so grauenvoll, wenn ich sowas sehe, dass es junge Menschen gibt, die sowas rufen, die einen Hitlergruß zeigen. What the fuck? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich finde das so schlimm. Wir sind so, das schlimmste Video aller Zeiten. Die Bluttat von Mannheim schien ihr dann wohl entgangen zu sein, denn unmittelbar nach dem Amoklauf veröffentlichte sie auf ihrem Instagram-Kanal dieses Video hier. Ich wollte euch eigentlich was ganz anderes zeigen, und zwar Messerschärfen. Holt euch eine Tasse, dann könnt ihr jedes Messer schärfen. Alle Nazis raus, alle Nazis raus, komm, wir wählen am 9. alle Nazis raus, für Demokratie. Für Demokratie, Rechtsextremismus kriegt unsere Stimme nie. Es ist schon ein interessantes Phänomen, dass sich nach einer islamistischen Bluttat sich immer erstmal Anti-Nazi-Demos zusammenfinden. Es ist ja richtig, gegen Nazis zu demonstrieren, aber wäre nicht eine Demo gegen Islamismus in der Situation angebrachter? Nein, nein, heißt es dann. Wir wollen ja nicht, dass AfD und Co. so eine Bluttat für sich instrumentalisieren. Nun ja, als nach der Pseudo-Geheimkonferenz in Potsdam oder nach dem Sylt-Video Parteien wie Grüne und Linke zu Demos aufgerufen haben, wäre ja auch niemand auf die Idee gekommen, ihnen vorzuwerfen, sie würden das instrumentalisieren. In Mannheim gehen deshalb lieber Omas gegen Rechts auf die Straße, denn Omas gegen Islamismus gibt es ja gar nicht. Oder wenn es sie gäbe, dann wären sie vermutlich ihres Lebens nicht sicher. Menschenhasser, Frauenfeinde, schallen lautstark durch das Land. Stoppt die rechte Fangemeinde, eh sie außer Rand und Band. Alt und jung, vereint zusammen, schützt die Welt, bevor es zu spät. Setzt euch ein für unsere Erde, da sie sonst zugrunde geht. Omas gegen Recht. Hallo. Das ist unsere Sprecherin. Warum sind Sie da? Wir sind hier, weil wir ganz klar ein Zeichen setzen wollen, dass Vorfälle wie vorgestern nicht von den Rechten instrumentalisiert werden dürfen. Wir stellen uns ganz klar gegen menschenfeindliche Ideologien, egal von welcher Seite sie kommen. Aber die Alternative, die junge Alternative hat einen großen Plakat, darauf steht, Remigration hätte das verhindert. Das ist absoluter Bullshit, sage ich mal. Wir leben hier in Mannheim seit so vielen Jahren in einer so vielfältigen Gesellschaft. Wir haben hier, ich glaube, fast 170 Nationen, die in Mannheim friedlich zusammenwohnen und zusammenleben. Und das wollen wir auch weiter so. Da brauchen wir keine junge Alternative, die fast die Hälfte der Mannheimer Bevölkerung einfach mal wegschicken möchte. Es würde nichts laufen in Deutschland, wenn wir nicht Pflegekräfte aus dem Ausland hätten, Menschen, die hier arbeiten, die mit für unseren Wohlstand sorgen. Es ist absolut idiotisch, Remigration zu fordern. Da hat sie durchaus recht. Und dennoch darf das, was in Mannheim passiert ist, nicht mal ebenso als Kollateralschaden abgehakt werden. Denn leider gab es in den vergangenen Jahren zu viele solcher Vorfälle. Notwendig ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte über die Frage, wie wir Migration künftig organisieren und friedlich miteinander leben wollen. Und dazu gehört der Kampf gegen jegliche Form von Extremismus. Während er aber gegen Rechts immer sehr engagiert und laut stattfindet, wird er gegen Linksextremismus und Islamismus nur halbherzig betrieben. Eher wirkt es so, als wenn nach solchen Vorfällen wie in Mannheim möglichst schnell der Mantel des Schweigens drüber gedeckt werden soll. Die Hexenjagd findet auf die Falschen statt. Ein DJ, der sich etwa erlaubt, auf dem Schlagermove in Hamburg den mittlerweile als Nazi-Song diffamierten Hit L'amour toujours zu spielen, wird verfolgt und identifiziert, so als sei er ein Schwerverbrecher. Aber natürlich wollen wir nicht verschweigen, dass auch Rechtsextremisten und die AfD Mannheim für sich nutzen. Immerhin stehen wir ja auch vor einer Europawahl.
Eine gute Sache beispielsweise war es, in Mannheim am Dienstag eine Mahnwache für den getöteten Polizisten abzuhalten, unter Beteiligung christlicher, jüdischer und auch muslimischer Vertreter. Der Imam sprach dabei ein kurzes Gebet für Ruven L. in arabischer Sprache. Die AfD verbreitete daraufhin nur diesen kurzen Ausschnitt und suggerierte damit, es habe sich quasi um einen rein muslimischen Gottesdienst gehandelt. Das ist natürlich mindestens genauso schäbig. Wollt ihr mehr Mediatheke-Beiträge sehen, dann abonniert die Sendung auf Massengeschmack.tv. Sie erscheint jeden Samstag und es sind viele Beiträge dabei, die auf YouTube gar nicht hochgeladen werden. Es lohnt sich also, jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen.